Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen des Freundeskreises Trier Universität, im Namen der Universität darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße besonders wieder unseren Gastprofessor, Herrn Professor Radl. Herzlich willkommen wieder in Trier. Meine Damen und Herren, ich darf Herrn Präsidenten Professor Jeckel entschuldigen, er wird gleich kommen, aber er hat eine wichtige Sitzung des Hochschulrates und da gibt es wohl entscheidende Abstimmungen momentan. Und wird gleich eintreffen. Ich habe mich gebeten, Sie zu begrüßen. Wir hatten an sich anders uns das vorgestellt. Es ist die zweite Vorlesung unserer diesjährigen Gastprofessur, die unter dem Thema steht, wie viele Unterschiede erträgt Europa Sozialstrukturen zwischen Vereinheitlichung und Zerfall. In der ersten Vorlesung vor einem Monat hat Herr Professor Radl dargestellt, aus der Sicht des Soziologen, was Europa zusammenhält. Wir haben danach auch darüber diskutiert. Im Übrigen darf ich jetzt schon darauf hinweisen, dass Herr Professor Radl auch nach diesem Vortrag wieder für Fragen für eine kleine Diskussion zur Verfügung steht. Wir haben dann diskutiert und waren schon vorbereitet und sind vorbereitet auf das zweite Thema, nämlich was treibt Europa auseinander? Aufgrund der ersten Vorlesung bin ich sehr vorsichtig, da schon ein paar Prognosen zu stellen, denn ich muss ehrlich sagen, einiges von dem, was Sie dargestellt haben, was uns zusammenhält, hätte ich in dieser Diktion nicht vermutet. Deshalb werde ich auch jetzt nicht im Vorhinein sagen, was nach meiner Einschätzung uns auseinandertreibt. Ja, wir sind sehr gespannt, meine Damen und Herren. Wir sind in einer Vorlesung, die dritte Vorlesung in einem Monat. Beschäftigt sich dann mit dem Thema folgerichtig, wohin führt Europas Weg? Also eine Art Schlussfolgerung. Wir sind in einer Vorlesung und Sie können das alles auch vorbereiten und nachbereiten. Deshalb, weil OKA 54 Bürgerrundfunk auch diese Vorlesung wieder aufzeichnet. Die erste Vorlesung wurde aufgezeichnet und recht beachtlich auch schon nachgefragt. Wahrscheinlich alle von Ihnen, um sich vorzubereiten. Also auch die zweite, diese Vorlesung wird auch aufgezeichnet. Und auch die dritte Vorlesung, die können Sie auch später nochmal nacharbeiten, denn sie wird in der Mediathek von OKA 54 Bürgerrundfunk aufbewahrt und man kann sie dort abrufen. Was treibt Europa auseinander? Bitte schön, Herr Professor Radl, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass so viele diese Vorlesung dem Biergarten vorgezogen haben. Es scheint ja wieder die Sonne. Ich versuche in diesen drei Vorträgen dieser Gastprofessur zu zeigen, dass Sozialstrukturen und deren Veränderungen viel zur Entstehung der gegenwärtigen Schwierigkeiten in Europa beitragen, sie aber auch vermeiden können. Und heute soll es eher um die problemerzeugende Wirkung von Sozialstrukturen gehen. Unter Sozialstrukturen versteht man gesellschaftlich entstandene und allgemein verbreitete Lebensbedingungen der Menschen sowie ihre üblichen Denk- und Verhaltensweisen, also sehr vielfältige Gegebenheiten wie zum Beispiel Geburtenhäufigkeiten, Einkommensverhältnisse, Größe und Beschaffenheit von Haushalten, generellen Lebensstandard, Meinungen, Mentalitäten und manches andere mehr. Der Einfluss jener Strukturen auf die Entstehung oder Vermeidung von politischen Konflikten ist in der Regel ein stiller, aber umso nachhaltig wirksamerer Einfluss. Er steht also häufig hinter dem, was die Tagesnachrichten dominiert. Sei es privates, politisches oder wirtschaftliches Handeln. Häufig sind es Sozialstrukturen, die es möglich oder unmöglich, schwierig oder leicht machen, die es nahelegen oder eben auch nicht nahelegen. Es wäre schön, würde es mir gelingen, Ihre Aufmerksamkeit im Laufe dieser Vorlesungen auf diese Kräfte von Sozialstrukturen zu lenken. Nicht alles in der EU drängt auf Konflikte und auf Desintegration, auch wenn es in der letzten Zeit manchmal so aussieht.
In der ersten Vorlesung vor 4 Wochen stellte ich einige integrationsfördernde Bindeglieder innerhalb der EU dar. Und es ist schon so, wie eben gesagt wurde, ich versuche in der Tat einige Sozialstrukturen und deren Wirkung aufzugreifen. Das sind sicher nur Beispiele, da könnte man vieles ergänzen. Versuche einige Sozialstrukturen, deren Wirkungen aufzugreifen, die üblicherweise nicht im Vordergrund der Aufmerksamkeit stehen, über die man möglicherweise dann auch diskutieren kann, aber die nicht unbedingt das sind, was in den Tagesnachrichten uns allen bekannt ist. Alles in allem zeigen uns die Strukturentwicklungen, die ich beim letzten Mal genannt habe, also demografische Entwicklung, wachsende Ungleichheiten, Verkleinerung privater Haushalte, Angleichung der nationalen Lebensstandards, alles in allem zeigen uns die als Beispiele genannten Strukturentwicklungen, dass die Länder Europas doch ein gutes Stück weiter zusammengewachsen sind, als wir uns das oft vorstellen, denn unsere Eindrücke sind doch überwiegend geprägt von Unterschieden und von Konflikten innerhalb zwischen den Ländern Europas. Viele integrationsfördernde Strukturentwicklungen, wie etwa die Herausbildung kleinerer Haushalte oder der gemeinsame Geburtenrückgang, sind nicht auf Europa beschränkt. Sie stellen Modernisierungserscheinungen dar, die sich auch an anderen Stellen der Erde finden. Das habe ich am Schluss der vorigen Vorlesung herausgestellt. Der spezifische Beitrag zum Zusammenrücken Europas ergibt sich also nicht so sehr aus den sozialstrukturellen Entwicklungen als solchen, die gibt es schließlich auch anderswo, es ergibt sich vielmehr aus dem Kontext und der Wirkung, die sie in Europa entfalten. An der demografischen Entwicklung wird das ganz besonders deutlich, wie ich meine. Wäre der für moderne Gesellschaften typische Geburtenrückgang in West- und Osteuropa nicht zeitversetzt verlaufen, entwickelte sich die Wirtschaft in Osteuropa nicht im Großen und Ganzen positiv, so stünden schließlich nicht Zuwanderer von außerhalb Europas bereit, so könnten demografische Gemeinsamkeiten durchaus auch zur Zerlegung Europas beitragen, indem man zum Beispiel konkurriert, um Arbeitskräfte und Abwerbung betreibt und ähnliches mehr. Nach dem letzten Vortrag wurde ich unter anderem gefragt, ob nicht auch gemeinsame Werte Europa zusammenhalten bzw. zusammenhielten, ob Europa nicht einen Übergang von einer Werte- zu einer Zweckgemeinschaft erlebt habe. Es wurde auch gefragt, ob es neben den allgemeinen Modernisierungserscheinungen nicht spezifische Bindeglieder Europas gibt, die nur für Europa maßgebend sind. Auf diese Frage kann ich recht gut im Zusammenhang mit einigen allgemeinen Überlegungen eingehen, die im Übergang von der Fragestellung des vorigen Vortrags, was hält Europa zusammen, zur heutigen Fragestellung, was treibt Europa auseinander, ohnehin notwendig werden. Was Gesellschaften zusammenhält, hat Soziologen naturgemäß schon von Anfang an beschäftigt. Denn wenn es nichts gibt, was bei allen Konflikten eine Gesellschaft zusammenhält, dann macht es keinen Sinn, von einer Gesellschaft zu sprechen. Ein Klassiker der Soziologie, Emil Durkheim, diagnostizierte des vorletzten Jahrhunderts, 1893, dass traditionale Gesellschaften durch eine gemeinsame Kultur, einschließlich Religion, Werten, Moral und Sprache zusammengehalten werden. Er nannte das Conscience collective. Bedenkt man, mit wie viel Mühe und nicht selten auch mit Gewalt frühere Herrscher die Einheitlichkeit von Religion, von Sprache etc. in ihren Reichen durchsetzten, so lassen sich für diese Behauptung viele Belege finden. Aber Emil Durkheim kam, ähnlich wie übrigens zuvor schon Herbert Spencer, zum Ergebnis, dass moderne Gesellschaften nicht durch gemeinsame Werte und Moral geeint werden, sondern durch eine bestimmte Art von Unterschieden, nämlich durch die Arbeitsteilung. Eine Gesellschaft hält zusammen, weil beispielsweise Maurer und Dachdecker, Universitäten und Finanzämter, die Wirtschaft und die Politik einander brauchen. Arbeitsteilung schafft nach Durkheims Meinung
in industriellen Gesellschaften organische Solidarität, also ähnlich wie die Organe in einem menschlichen Körper, die einander brauchen und im Zusammenwirken ein Ganzes erstellen, während traditionale, konsensgeeinte Gesellschaften durch, wie er das nannte, mechanische Solidarität zusammengehalten wurden. Will man es pointiert formulieren, so behaupteten Emil Durkheim und Herbert Spencer, dass im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung die Werteintegration einer Zweckintegration weicht, die Integration durch gemeinsame Überzeugungen durch eine Integration des wechselseitigen Nutzens abgelöst wird. Viel spricht dafür, dass dies bis zu einem erheblichen Grade stimmt, auch heute in der Europäischen Union. Es ist ganz unrealistisch, einen umfassenden, einigenden Werte- und Kulturkonsensus in einem Staatenbund erreichen zu wollen, der aus 500 Millionen Menschen, aus 27 Staaten, aus noch viel mehr unterschiedlichen Nationen, historischen Erfahrungen, Regionen und Sprachen, aus einer Vielzahl von Religionen und Konfessionen besteht. Zudem unterscheiden sich, je wohlhabender Europas Länder werden, in ihnen die einzelnen Migrantengruppen, Lebensstilen, Szenen und Milieus immer mehr. Also die Gesellschaften pluralisieren sich und damit auch die Gemeinschaft der europäischen Länder. Wenn stattdessen immer mehr das arbeitsteilige Zusammenwirken und der jeweilige Nutzen für Zusammenhalt sorgen, dann wird auch deutlich, wieso die im vorigen Vortrag herausgestellten gemeinsamen Strukturentwicklungen als Bindeglieder fungieren. Sie erleichtern nämlich das Zusammenwirken der einzelnen funktional spezialisierten Teile Europas. Beispielsweise stimulieren ein ähnlicher Lebensstandard und ähnlich kleine Haushalte den wirtschaftlichen Austausch, oder Ähnliches kann man auch für die Erleichterung von politischen Maßnahmen sagen. Aber Herbert Spencer und Emil Durkheim behielten nur zum Teil recht. Sie waren fasziniert von den Strukturen der heraufziehenden Industriegesellschaft und verabsolutierten die neuen Formen des Zusammenhalts. Vieles spricht dafür, dass Arbeitsteilung und ihre Vorbedingungen allein nicht ausreichen, um Zusammenhalt auch in modernen Gesellschaften zu gewährleisten. Die moderne, in Anführungsstriche, Zweckintegration muss nach wie vor durch eine gewisse traditionale Werteintegration ergänzt werden. Werte- und Kulturrelativismus kann kein Gemeinwesen zusammenhalten. Das sieht man, wie ich meine, in den USA am allerdeutlichsten, wo Patriotismus und der American Dream, also der Glaube, dass jeder es schaffen kann, wenn er nur will, als Kitt fungieren, der eine ansonsten äußerst unterschiedliche und konflikthafte Gesellschaft zusammenhält. Wie erwähnt, diese Einigkeit kann heute nicht mehr in einem umfassenden Wertekonsens oder gar in einer gemeinsamen Kultur bestehen. Nicht in einzelnen Staaten und schon gar nicht in einem Staatenbund. Wohl aber kann diese Einigkeit durch einen begrenzten Konsens über Grundwerte und über grundlegende Moral, also über Spielregeln, gefördert werden. Und dies versuchen die politischen Organe der EU auch zu erreichen. Sie konzentrieren sich dabei auf die Grundwerte der Menschenrechte, sowie auf die wichtigsten Spielregeln der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Daher ist die These, Europa sei zu einer reinen Zweckgemeinschaft geworden, zwar weitgehend, aber nicht ganz zutreffend. Es gibt durchaus Werte, die die EU verbinden sollen. Allerdings, sie fungieren bis jetzt vor allem als bürokratisch definierte Aufnahme- und Mitgliedschaftskriterien. Sie wurden bislang kaum zu Sozialstrukturen. Die Bürger Europas sind zwar durchweg Demokraten, nicht aber massenhaft von der Überzeugung geeint, in einer Gemeinschaft zu leben, die der Durchsetzung dieser fundamentalen Werte dient. Das ist nicht das, was sie in erster Linie mit Europa in Verbindung bringen. Deswegen war in der vorigen Vorlesung von diesen Werten auch nicht die Rede. Zu diesen Werten würde ich gerne in der nächsten Vorlesung mehr sagen,
Denn ihre Stärkung scheint mir einer der Wege zu sein, der Europa in die Zukunft führt. Damit sind wir bei der Frage, inwieweit es Sozialstrukturen gibt, die spezifisch europäisch sind. Schaut man in der Literatur nach, da finden sich dazu nur sehr vorsichtige Äußerungen und die sind meist älteren Datums. Noch am häufigsten werden sozialstaatliche Strukturen genannt, die soziale Ungleichheiten bremsen sollen. Das sei spezifisch für Länder Europas. Ferner liest man gelegentlich, dass eine relativ regulierte Beschäftigungsstruktur für Europa typisch sei, dass Unternehmen, die sich über Technologien und lokale Funktionen definieren und nicht nur über finanzielle Zusammenhänge für Europa typisch seien, dass ein hohes Maß an Säkularisierung und dass kleine Familien typische europäische Strukturen seien. Geht man jedoch diese angeblichen Kriterien europäischer Besonderheit durch, so findet man, dass die ersten, also Sozialstaat, Beschäftigungsstruktur, Unternehmen, nachdem wir eine Globalisierung und Deregulierung erlebt haben, in Europa auch nicht mehr viel anders sind als in anderen Teilen der Welt. Sie können nicht ernsthaft sagen, dass europäische Unternehmen durch ihre Technologie und nicht so sehr durch Finanzen zusammengehalten werden. Und die angeblich typisch europäische Säkularisierung und kleine Familien sind auch nicht länger spezifisch europäisch, weil sie sich zusehends in der Welt verbreiten. Spezifisch europäisch ist dabei schon, dass nicht wenige Sozialstrukturen, die heute Europa einen helfen, wie kleine Haushalte oder der demografische Wandel, in Europa entstanden sind. Dies gilt auch für die Grundwerte und für die moralischen Grundregeln, also Menschenrechte oder demokratische Prinzipien, die immerhin Europa einen könnten, wenn sie denn von mehr Menschen mit der EU in Verbindung gebracht werden würden. Die Idee der Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeit oder der Gewaltenteilung wurden ja im Wesentlichen von europäischen Denkern entwickelt. Heute jedoch werden die Menschenrechte sowie demokratische Spielregeln in Kanada mindestens so weitgehend eingehalten wie in Ungarn oder in Bulgarien. Und nicht nur normative, auch viele faktisch integrierende Sozialstrukturen haben sich von Europa aus in die Welt verbreitet. So findet sich der Geburtenrückgang, der die europäische Zusammenarbeit immerhin erleichtert, auch in Japan oder in Neuseeland. Wir kommen also zum Schluss, dass es sehr wohl Strukturen gibt, die Europa einen und noch mehr Strukturen, die Europa einen könnten. Aber es gibt kaum integrative Strukturen, auf die Europa heute noch ein Monopol hätte. Ich will über die politische Bedeutung dieser Schlussfolgerung nicht hinwegreden. Europa hat heute keine klaren sozialstrukturellen und soziokulturellen Grenzen. Das wird unter anderem dann wichtig, wenn es darum geht, ob bestimmte Länder der EU beitreten sollten, sagen wir etwa die Türkei oder die Ukraine. Die Größe Europas ist zu einer weitgehend pragmatischen Frage geworden. Die Ausdehnung Europas ist zwar zunächst ganz unpragmatisch, abhängig davon, ob beitrittswillige Länder die erwähnten Menschenrechte, die demokratischen und rechtlichen Grundregeln einhalten. Darüber hinaus aber ist realistisch, also eben pragmatisch, einzuschätzen, welche wirtschaftlichen und eben auch sozialen Strukturen solche Länder, also solche beitrittswilligen Länder mit den Ländern der EU verbinden oder aber von ihnen trennen. So wären, um mal ein extremes Beispiel zu nennen, reine Agrarländer mit rudimentärem Bildungssystem kaum Europa-kompatibel, deswegen schon aus pragmatischen Gründen nicht vernünftig, sie in die EU zu integrieren. Denn trennende Sozialstrukturen, die die EU auseinandertreiben, gibt es schon genug. Einige, die unter gegebenen Bedingungen Europa eher desintegrieren, will ich im Folgenden darstellen. Manche dieser Unterschiede kommen zustande, weil sich europäische Gesellschaften in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Andere, weil sie zwar in die gleiche Richtung gehen, aber mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit. Zu den Letzteren gehören zentrifugale Kräfte,
die mit der sektoralen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun haben. Bekanntlich werden innerhalb der Wirtschaftstätigkeit drei Sektoren unterschieden: der landwirtschaftliche, zudem auch die Fischerei und manchmal auch der Bergbau gezählt werden, das ist ein bisschen strittig. Der industrielle Sektor, in dem alle Unternehmen zusammengefasst sind, die Güter produzieren, und der in sich sehr heterogene Sektor, in dem Dienstleistungen erbracht werden. Es ist ebenso bekannt, dass mit dieser Sektorengliederung ein Entwicklungsmodell verbunden ist, das ich mal versucht habe, sehr schematisch Ihnen hier vorzuführen. Ein Entwicklungsmodell, demnach Gesellschaften und Volkswirtschaften sich von Agrargesellschaften mit einem dominierenden Agrarsektor über Industriegesellschaften hin zu Dienstleistungsgesellschaften wandeln. Die Gründe für diese scheinbar zwangsläufige Entwicklung lassen sich nach Jean Fourastier in zwei Worten zusammenfassen: Produktivitätserhöhung und Nachfragesättigung. Agrarprodukte werden im Laufe einer Agrargesellschaft durch Maschinen immer zeit- und kostengünstiger hergestellt. Man könnte also mit den gleichen vielen Menschen immer mehr Produkte herstellen, aber die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten ist endlich. Salopp ausgedrückt, keiner von uns kann mehr als 10 Schnitzel am Tag essen. Deswegen ist für diese vielen Agrargüter keine Nachfrage vorhanden. Also schrumpft der Agrarsektor, weil man weniger Menschen braucht, um das herzustellen. Die Nachfrage konzentriert sich dann zunehmend auf industrielle Güter. Deswegen dominiert nun der Produktionssektor. Aber auch die Fertigung von Autos, von Kühlschränken etc. wird immer mehr automatisiert. Und für diese immer mehr und immer günstigeren Güter besteht jedoch auch kein Bedarf, so jedenfalls Jean Fourastier. Also schrumpft dann auch der Industriesektor. Die Nachfrage verlagert sich auf Dienstleistungen, auf Belehrung, auf Beratung, Design, Therapie und vieles andere mehr. Und jetzt kommt der große Unterschied. Dienstleistungen sind nach Meinung Fourastiers jedoch kaum rationalisierbar, anders als die Agrar- und die Güterproduktion. Und der Hunger der Menschen nach Dienstleistungen, so schreibt Fourastier, sei unersättlich. Also wächst der Dienstleistungssektor immer mehr an. Und für die Arbeitenden wie für die Konsumenten bietet das viele Vorteile. So seien Dienstleistungsarbeitsplätze üblicherweise sicherer, qualifizierter und angenehmer als die Feld- und die Fabrikarbeit. Und genau deswegen trägt Jean Fourastiers berühmtes Buch hier auch den Titel »Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts«. Schauen wir auf die reale Entwicklung, so scheint die Realität diesem Modell, auf den ersten Blick jedenfalls, voll zu entsprechen. Die empirischen Daten sind ziemlich eindrucksvoll. Mittlerweile arbeitet in allen entwickelten Ländern bei weitem die Mehrheit der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor. In Deutschland sind es mittlerweile mehr als 70%. Ich habe Ihnen dieses rausgesucht, weil es schön weit in die Vergangenheit zurückreicht. Und Sie sehen an dem roten, jeweils rechten Balken, wie unaufhaltsam der Aufstieg der Dienstleistungsunternehmen vorangeschritten ist. Soweit könnte man sagen, das Modell stimmt. Aber es stimmt eben nicht ganz. Neben anderen Unzulänglichkeiten, also wir wissen heute natürlich alle, dass Dienstleistungsarbeitsplätze nicht alle sicher und nicht alle qualifiziert und nicht alle angenehm sind, aber neben diesen Unzulänglichkeiten fällt auf, dass durchaus nicht alle Länder den Weg über die Industriegesellschaft nahmen. In Spanien, in Griechenland, in Island, in Irland, in Niederlanden und Norwegen war der industrielle Sektor nie der größte von den drei genannten Sektoren. Und Industriegesellschaften in einem engeren Sinne, dass die Hälfte der Erwerbstätigen im Industriesektor arbeitete, waren im Grunde nur das Vereinigte Königreich und Deutschland. Das sehen Sie hier noch, in den 60er Jahren oder frühen 70er Jahren kann man davon reden, dass die Hälfte der Erwerbstätigen im industriellen Sektor arbeitete. Und das war längst nicht in allen Ländern der Fall.
Wichtiger noch ist, jedenfalls für die heutige Situation wichtiger, dass alle Länder gleichermaßen vom Agrar- oder Industriesektor gelöst haben. So hat Frankreich mit 2,9% einen doppelt so großen Agrarsektor wie ähnlich entwickelte Länder. Bei uns arbeiten noch ganze 1,5% der Erwerbstätigen im Agrarsektor. Die Wertschöpfung ist übrigens noch geringer. Im Vereinigten Königreich noch ganze 1,2%. Das zeigt sich, also das, damit meine ich, dass Frankreich noch einen relativ großen Industriesektor hat, das zeigt sich im beständigen Streit um Agrarsubventionen in der EU, für die Frankreich unermüdlich kämpft. Und Deutschland weist einen vergleichsweise großen Industriesektor auf. Die Differenzen, also gemessen an der Beschäftigtenzahl und an der Wertschöpfung, sind doch recht deutlich. In Deutschland arbeiteten Ende 2012 gut 28% der Beschäftigten in der Güterproduktion, in Italien immerhin noch knapp 28%, in Frankreich aber nur 22%, in Spanien nur 21% und im Vereinigten Königreich gar nur 19%. Also das sind doch ganz schöne Abstände. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich, wie viele andere Wissenschaftler, den relativ starken Industriesektor in Deutschland bis vor einiger Zeit für einen Entwicklungsrückstand hielt. Ich habe tatsächlich, gestehe ich hiermit, meinen Studierenden noch vor einigen Jahren erzählt, da müssen wir noch einiges aufholen. Und als fortschrittlich galt damals und galt sehr lange Deindustrialisierung als ein möglichst großer Dienstleistungssektor und, weil für viele Dienstleistungen hohe Qualifikationen nötig sind, ein möglichst hoher Anteil von Abiturienten und Akademikern. Heute erweist sich indessen, dass Länder mit einem gemessen am allgemeinen Entwicklungsstand relativ großen industriellen Sektor so schlecht gar nicht fahren. Sie waren von der kaum überwundenen Finanzmarktkrise bzw. sind von der andauernden Überschuldungskrise deutlich weniger betroffen als Länder, die ihre Industrie weitgehend abgeschafft haben. Unter anderem schlichtweg deswegen, weil Finanzdienstleistungen in industriestarken Ländern einen geringeren ökonomischen Stellenwert haben. Im Übrigen sind diese beiden Krisen im Hinblick auf ihre politischen Implikationen schon zu unterscheiden. Die Finanzmarktkrise, hervorgerufen, weil Banken zu große Kredit- und Spekulationsrisiken eingingen, gilt als Webfehler eines deregulierten Kapitalismus und das kritisieren die Linken. Die Überschuldungskrisen, hervorgerufen durch zu hohe Kreditaufnahmen vieler Staaten, gilt als Fehler politischen Handelns und das kritisieren Liberale, die schon immer skeptisch gegen zu viel Staat waren. Deutschland war von der ersten Krise nur kurz und ist von der zweiten bislang kaum betroffen. Dazu haben im Zusammenhang mit einem recht großen industriellen Sektor auch das duale Berufsausbildungssystem und damit im Zusammenhang eine vergleichsweise geringe Studierendenquote beigetragen. Die relativ breit ausgebaute mittlere Bildungsebene war hierzulande Folge und Voraussetzung eines hochentwickelnden Industriesektors. In den südeuropäischen Gesellschaften, die ganz auf Dienstleistungen setzen, sind dagegen mittlere Bildungsabschlüsse weit seltener. So sind in Spanien und in Griechenland sowohl die Anteile der Studierenden wesentlich höher als hierzulande, als auch die Anteile der frühen Schulabgänger. Dort entstand das, was in Deutschland in den letzten Jahren von vielen befürchtet wurde, aber seit den 1990er Jahren nicht existierte, nämlich das akademische Proletariat. In Spanien gibt es das. Hier eher nicht. Und auch die nicht akademisch Gebildeten in den Mittelmeerländern hatten dort seit langem geringe Beschäftigungschancen. Der kleine Produktionssektor bot wenige Arbeitsplätze und die vielen frühen Schulabgänger waren mangels Berufsausbildung für qualifizierte Produktionstätigkeiten gar nicht ausgebildet. Daher waren in Spanien und in Griechenland schon seit Jahren viele junge Menschen ohne Arbeit. Beide Gruppen, die vielen akademischen Ausgebildeten, die ohnehin oft nur auf der Uni
der Arbeitslosigkeit entkommen wollen, und die vielen Geringqualifizierten leiden heute erst recht massiv unter den Folgen der Überschuldungskrise. Für die einen fehlen Arbeitsplätze und Qualifikationen in einem einigermaßen krisenresistenten Produktionsbereich. Für die vielen Akademiker schwinden die ohnehin zu wenigen Arbeitsplätze infolge der Krise. Die Folge dieser Unterschiede sind Arbeitslosigkeitsquoten, die derzeit Europa zu spalten drohen. In Griechenland und in Spanien waren Ende 2012 nach den Kriterien der EU-Statistik gut ein Viertel aller Erwerbspersonen arbeitslos, in Deutschland nur 5,4 und in Österreich zum Beispiel gar nur 4,6. In Griechenland und Spanien sind mehr als die Hälfte, also 58% bzw. in Spanien 55% aller jungen Erwerbspersonen arbeitslos. Dabei ist die größere Hälfte aus dieser Arbeitsgruppe in diesen Zahlen gar nicht enthalten. Also die Arbeitsgruppe ist exakt definiert zwischen 15 und 25 Jahren. Und die größere Hälfte in dieser Arbeitsgruppe geht nämlich zur Schule oder sitzt auf der Uni. Und die ist per Definition eben in Arbeitslosenquoten nicht erfasst, weil Arbeitslosenquoten sich auf die Erwerbspersonen beziehen. Ob es den Leuten, den vielen jungen Menschen in Spanien und Griechenland aber schon besser geht deswegen, weil sie lange auf der Schule oder auf der Universität sitzen, darüber, das kann man ganz erheblich bezweifeln. In Deutschland ist Jugendarbeitslosigkeit seit vielen Jahren kein ernsthaftes Problem mehr, auch weit vor der Krise nicht. Damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, die unmittelbare Ursache der Misere in Griechenland und Spanien etc. ist die Überschuldung der öffentlichen Haushalte, die weitere Kredite unbezahlbar gemacht hat. Aber die überzogene Dienstleistungsorientierung und die entsprechend polarisierte Bildungsstruktur haben die Folgen der Krise sehr, sehr verschlimmert und auch ein Stück zu ihrer Entstehung, sprich zur Überschuldung, beigetragen. Die Gräben in Europa werden dadurch noch tiefer, dass die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und der Weltwährungsfonds jetzt vor einem Dilemma stehen. Auf der einen Seite müssen sie Einsparungen und eine Reduktion von Löhnen und Sozialleistungen fordern, sonst wird, vereinfacht ausgedrückt, weiterhin über die Verhältnisse gelebt, entstehen Defizite, Kredite werden notwendig und die Finanzhilfe geraten in ein Fass ohne Boden. Und die betroffenen Länder sind erst recht auf Dauer nicht konkurrenzfähig. Aber diese Politik treibt die mühsam erreichte Angleichung der Lebensstandards in Europa wieder auseinander. Und die Lebensstandards, die ich beim letzten Mal als Integrationsfaktor geschildert habe, weil die EU sie im Laufe der Zeit es gelungen ist, die einigermaßen anzugleichen, werden durch solch eine Politik natürlich wieder auseinandergerissen. Auf der anderen Seite sind wirtschafts- und wachstumsfördernde Maßnahmen notwendig. Das bedeutet aber neue Schulden und gefährdet die Bewältigung der Krise. Das ist ein echtes Dilemma. Bestimmte Strukturentwicklungen tragen also dazu bei, Europa auseinanderzutreiben. Bislang habe ich Ihnen das anhand unterschiedlicher Wirtschaftssektoren und damit verbundener Bildungsstrukturen gezeigt. Auf eine andere Weise lässt sich das an Familienformen und an Lebensformen demonstrieren. Zwar werden die privaten Haushalte in Europa überall kleiner, aber die Haushaltstypen unterscheiden sich doch erheblich. In den nordeuropäischen Gesellschaften sind unkonventionelle Lebensformen, der Begriff passt, weiß ich nicht, aber es heißt halt so in der Soziologie, unkonventionelle Lebensformen besonders weit verbreitet. Das sind Alleinerziehende, Alleinlebende, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. In den westeuropäischen Ländern ist die bürgerliche Kleinfamilie, trotz eines gewissen Bedeutungsverlusts, immer noch die dominante Lebensform. Also in Westdeutschland zum Beispiel sind 60% der Leute entweder verheiratet mit Kindern oder verheiratet ohne Kinder. In den südeuropäischen Gesellschaften, so wie in Irland, übergreifen trotz Umbrüchen die Formen des Zusammenlebens oft die Kleinfamilie und die Formen sind so noch relativ konventionell ausgerichtet, wenn Sie so wollen. Es gibt immer noch Ansätze von Großfamilienstrukturen. Und in den osteuropäischen Ländern
sind die privaten Lebensformen zum Teil noch stärker als in den südeuropäischen Gesellschaften an konventionellen Formen orientiert. Und dazu kommt, dass in Ost- und Mittelosteuropa nicht nur die Mehrgenerationenfamilie einen großen Stellenwert besitzt, sondern auch die Rollen und die Arbeitsverteilung in der Familie sehr traditionell, nämlich geschlechtsspezifisch, abläuft. Das ist eine grobe Typologie, und ich möchte Ihnen jetzt kurz zeigen, inwieweit die zutrifft, also Alleinerziehende zum Beispiel, nein, das sind viel zu viele Zahlen, Alleinerziehende zum Beispiel finden sich in Schweden, in Dänemark, aber auch in Großbritannien und in Irland sehr häufig in Relation zu anderen Ländern. Es übersteigt nirgends 8% der Haushalte, aber es ist doch mehr als in anderen Ländern. Dabei dominiert in dem Vereinigten Königreich und in Irland das frühe und ungeplante Alleinerziehen. Wenn ich so sagen darf, die Betriebsunfälle regieren dort. Und in Skandinavien herrscht dagegen mehr oder minder geplantes Alleinerziehen vor. In Deutschland werden Alleinerziehende zwar auch immer häufiger, sind aber immer noch nur mittelhäufig vertreten. Und ganz ähnlich sieht es auch bei den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften aus. Sie sehen hier in Skandinavien und Niederlande ein gut Stück mehr nicht-eheliche Lebensgemeinschaften als zum Beispiel in Deutschland oder gar in Italien. Alleinlebende sind wiederum in Skandinavien besonders häufig zu finden, nämlich in Schweden und in Finnland, diesmal aber auch in Deutschland. Deutschland ist, was die, wenn Sie Alleinlebende mal als Single bezeichnen, betrifft, ist zusammen mit den skandinavischen Ländern oben auf. Und wie sehr die Lebensformen in Europa auseinandergehen, und das habe ich gemeint, als ich vorhin sagte, alle entwickeln sich in die gleiche Richtung, aber dadurch, dass manche Länder sehr langsam in die Richtung gehen, andere wieder sehr schnell, vergrößern sich die Abstände. Das sehen Sie besonders an nicht-ehelichen Geburten. In Skandinavien, in Estland, Slowenien und in Frankreich kommt mittlerweile mehr als die Hälfte der Kinder außerhalb von Ehen zur Welt. In Deutschland wird immerhin jedes dritte Kind nicht-ehelich geboren, in Ostdeutschland wesentlich mehr als ein Drittel, in Westdeutschland ungefähr ein Viertel, also weniger als ein Drittel. In Griechenland ist es nicht zuletzt die orthodoxe Kirche, die dafür sorgt, dass nicht-eheliche Geburten nach wie vor verpönt und mit 6,6% auch sehr, sehr selten sind. Unterschiedlich ist auch die Häufigkeit, mit der Frauen in Europa berufstätig sind. Wir finden die meisten erwerbstätigen Frauen in Dänemark, Schweden, der Schweiz, in Norwegen und in Island. Deutschland liegt im oberen europäischen Mittelfeld, aber eigentlich nur deswegen, weil wir ziemlich viele teilzeiterwerbstätige Frauen haben. Frankreich ist im Mittelfeld platziert, Italien, Griechenland und Spanien sind relativ wenige Frauen erwerbstätig. Warum erzähle ich Ihnen das? Und ich bin auf die unterschiedlichen Lebens- und Familienformen in Europa vor allem deswegen eingegangen, weil sie Folgen für die Ausgestaltung des Sozialstaats haben. So unterliegen Alleinerziehende einem ganz beträchtlichen Armutsrisiko. Vor allem dann, wenn die Kinder von vornherein außerhalb einer Ehe zur Welt kamen. Ins Alleinerziehen kann man ja auch geraten, indem eine Ehe geschieden wird. Ins Alleinerziehen kann man geraten, indem ein Ehepartner stirbt. Oder man gerät eben ins Alleinerziehen, weil von vornherein das Kind außerhalb zur Ehe zur Welt kommt. Und dort ist das Armutsrisiko ganz besonders hoch. In Deutschland, das sehen Sie hier, in Deutschland lebt nach Bezug von Hilfsleistungen ein Viertel aller Alleinerziehende unter der Armutsgefährdungsgrenze. Und wie Sie sehen, in den meisten anderen Ländern noch bedeutend mehr. Auch Alleinlebende brauchen den Sozialstaat ziemlich häufig. Nicht im mittleren Lebensalter. Denn viele Alleinlebende sind, wie man so schön sagt, mit ihrem Beruf verheiratet
und deswegen stehen sie sich gar nicht schlecht. Aber das Alleinleben ist häufig nicht altersfest. Wenn Singles im Alter hilfs- oder gar pflegebedürftig werden, so helfen die Netzwerke, die diese Alleinlebenden ausgiebig pflegen, und sie wissen ja, warum sie diese Netzwerke pflegen, aber wenn sie im Alter hilfs- oder pflegebedürftig werden, helfen diese Netzwerke nachweislich in der Regel nicht weiter. Also salopp ausgedrückt, wenn sie mal 3 Wochen krank werden und allein leben im Alter und jemanden brauchen, der in die Apotheke geht und Medikamente kauft, kein Problem. Das machen die Freunde, die Bekannte, da trägt das Netzwerk. Aber wenn sie dauerhaft pflegebedürftig werden, ist es Schluss mit dem Netzwerk und da hilft in der Regel nur die Familie weiter. Das wissen wir aus empirischen Befunden recht gut. Aber eine Familie steht bei Alleinlebenden längst nicht immer zur Verfügung. Alleinlebende benötigen dann oft sozialstaatliche Unterstützung, in dieser oder in jener Form. Sie sehen also, dass unterschiedliche Lebensformen in ungleichem Ausmaß auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Die Lebensformen, die den Sozialstaat am meisten benötigen, finden wir am häufigsten in Nordeuropa, weniger häufig in Mittel- und in Westeuropa, am seltensten in Südeuropa. Unterschiedliche Lebensformen tragen aber auch in ungleichem Maß zur Finanzierung des Sozialstaats bei. In Ländern, in denen viele Frauen erwerbstätig sind, ist die Erwerbsquote hoch, ist der Arbeitsmarkt groß und es kann bei entsprechender Besteuerung viel Geld an den Staat fließen. Dies ist vor allem in Nordeuropa der Fall. Der Sozialstaat kann dort also größer sein als in anderen Ländern und er ist in der Regel auch größer. Übrigens wird umgekehrt auch ein Schuh daraus. Nicht nur finanziert Frauenerwerbstätigkeit den Sozialstaat, ein breit ausgebauter Sozialstaat bietet Frauen auch viele Arbeitsplätze, denn Frauen arbeiten weit überwiegend im Dienstleistungsbereich. In Südeuropa brauchen die konventionelleren Lebensformen dort den Staat seltener, tragen aber auch viel weniger zu dessen Finanzierung bei. Sozialstaatliche Einrichtungen sind dort also weniger ausgebaut als in Nordeuropa. So finden wir zum Beispiel in Spanien bis heute kein flächendeckendes Armutsbekämpfungssystem. Aus diesen Strukturen, dass also der Bedarf an Sozialstaat, aber auch die Finanzierung des Sozialstaats gewissermaßen ein Nord-Süd-Gefälle aufweisen. Aus diesen Strukturen resultiert ein Interessengegensatz. Nordeuropäische Länder haben im Allgemeinen wenig Interesse, dass sozialstaatliche Maßnahmen innerhalb Europas angeglichen werden, dass am Ende gar eine genuin europäische Sozialpolitik entsteht. Sie fürchten den Abbau ihrer Sozialstaatlichkeit und südeuropäische Länder brauchen zwar weniger Sozialstaat, sie hätten aber doch in mancher Hinsicht gerne mehr Sozialstaat. Sie sind einer Sozialstaatsangleichung oder gar einer europäischen Sozialpolitik also gar nicht so abgeneigt. Sie können aber mehr Sozialstaat in der Regel gar nicht bezahlen, schon gar nicht in ihrer heutigen Lage. Unter anderem deswegen nimmt die Begeisterung für Europa im Großen und Ganzen von Süden nach Norden ab. Und zwar schon seit vielen Jahren, nicht erst heute seit der Krise, seit die nördlichen Länder sich als Zahlerländer fühlen. Dieser skizzierte Interessengegensatz trägt also dazu bei, dass die Vereinheitlichung der Sozialpolitik in Europa nicht vorwärts kommt. Art und Ausmaß sozialpolitischer Maßnahmen bleiben sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich mal richtig viel Arbeit machen wollen, dann versuchen Sie sich einen Überblick über Sozialstaatsmaßnahmen in Europa zu vermitteln. Das ist ein Irrgarten, wo man viel, viel Arbeit investieren kann und am Ende immer noch keinen richtigen Überblick hat. Also Art und Ausmaß sozialpolitischer Maßnahmen bleiben sehr unterschiedlich. Dazu kommt das, was Soziologen als Pfadabhängigkeit bezeichnen. Das heißt, wenn einmal eine bestimmte Sozialstaatsversion, beispielsweise ein Generationenvertrag zur Rentenfinanzierung,
in einem Land installiert ist, so lassen sich diese Gleise nicht ohne weiteres verlassen. Das merken wir ja sehr deutlich. Verlassen heißt, ein Kapitaldeckungsverfahren neben dem Umlageverfahren einzuführen. Das heißt, eine Generation zahlt doppelt. Das geht so nicht einfach. Also das ist ein typisches Beispiel für Pfadabhängigkeit. Der Volksmund sagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das ist die Logik in Sozialstaatlichkeit. Hier kann man nicht einfach mal was ändern und angleichen. Auch das trägt dazu bei, nämlich die Pfadabhängigkeit, dass Sozialstaaten in Europa sehr unterschiedlich bleiben. Die ausbleibende sozialpolitische Integration Europas ist aus wenigstens drei Gründen keine Kleinigkeit. Erstens macht sich der sozialpolitische Flickenteppich im Alltag vieler Erwerbstätiger enorm störend bemerkbar. Gerade heute, wo viele Menschen mal in dem Land, mal im anderen Land der EU arbeiten. Oder noch schlimmer, wer in mehreren Ländern gearbeitet hat und einen Rentenantrag schreibt, der kommt das hautnah zu bespüren, wie unterschiedlich die Sozialsysteme in Europa sind. Das ärgert also Menschen im Alltag. Zweitens gilt, wie erwähnt, ein ausgebauter Sozialstaat als einer der wenigen Markenkerne Europas. Und gerade hier, auf einem Feld der angeblich spezifischen Eigenart Europas, lassen sich zusammenführende Kräfte beim besten Willen nicht erkennen. Und drittens wird Sozialpolitik neben funktionierender Zusammenarbeit, also im Grunde Wohlstandsmehrung, und neben allgemeinen Grundwerten wie den Menschenrechten, also wird Sozialpolitik in den Sozialwissenschaften als eines der wenigen Mittel angesehen, die geeignet sind, um heterogene, moderne Gesellschaften zusammenzuhalten. Bislang begründen in Europa sozialstrukturell Interessendefizit diese Chance. Bislang blockieren in Europa sozialstrukturell begründete Interessenkonflikte diese Chance einer Zusammenführung. Man könnte noch weitere sozialstrukturelle Unterschiede anführen, die Europa auseinandertreiben. Das waren also nur Beispiele, die ich genannt habe. Dazu zählen unter anderem die ganz ungleichen Ausmaße der Zivilgesellschaften in den einzelnen Ländern Europas. Vereine, Stiftungen, Bürgerinitiativen können wechselseitiges Vertrauen stärken und können die Anpassung an neue Herausforderungen einer Gesellschaft zusammen mit staatlichen Instanzen sehr erleichtern. Wir haben das zum Beispiel bei den demografischen Herausforderungen in Deutschland erlebt. Also dass wir eine wachsende Bereitschaft zum Beispiel haben, ältere Menschen in Unternehmen zu beschäftigen, dass sowas wie die Rente mit 67 überhaupt einigermaßen im Konsens, will ich nicht sagen, aber mit Friedlichkeit über die politische Bühne geht, ist nicht zuletzt zivilgesellschaftlichen Mitwirkungen zu verdanken. Also, dies gelingt einigen Ländern Europas sehr viel besser als anderen Ländern, weil sie umfangreiche zivilgesellschaftliche Strukturen haben. Und auseinandertreibende Faktoren sind auch die regionalen Disparitäten, zum Beispiel die regional verfügbaren Arbeitsplätze und Infrastrukturen. Jahrelang hat die EU bemüht, regionale Disparitäten klein zu halten durch Regionalfonds und viele andere Instrumente. Derzeit drohen sie durch demografische Entwicklungen und Zuwanderungen, Zuwanderungen gibt es fast nur in Ballungsräume, wieder auseinanderzugehen. Wenn der Zerfall Europas durch bestimmte sozialstrukturelle Gegebenheiten eher gefördert wird, dann sollten wir allerdings bedenken, dass Sozialstrukturen nicht einfach da sind und wirken, sondern direkt oder indirekt auf Handlungen beruhen. Sozialstrukturen sind also nicht nur Bedingungen des Handelns, auch des politischen Handelns, sondern auch dessen Ziele, dessen Aufgabe und dessen Wirkungen. Obwohl manche Sozialstrukturen nur teilweise und sehr langfristig beeinflussbar sind, sind sie doch formbar. Schwer beeinflussbar sind beispielsweise Geburtenraten oder Lebensformen. Es gibt zwar bestimmte Politiker und Politikerinnen, die glauben, dass man im Grunde nur das Elterngeld einführen muss und schon steigt die Geburtenraten,
aber die Bevölkerungswissenschaftler können da nur ihren Kopf schütteln und sagen, so geht das nicht. So einfach geht es zumindest nicht. Und andere Sozialstrukturen aber, wie zum Beispiel manche Bildungsstrukturen und manche zivilgesellschaftlichen Strukturen, lassen sich oft schon durch bloße Gesetze ändern. Zum Beispiel hat man in Deutschland vor einigen Jahren die Erbschaftssteuergesetze verändert und seither explodiert die Zahl der Stiftungen. Und viele ältere Menschen gehen dazu über, nicht ihren Kindern zu vererben, sondern Erbe in eine gemeinnützige Stiftung einzubringen. Also einfache Gesetze haben manchmal doch sehr große Wirkungen. Ich bin optimistisch, dass ein Handeln in die Wege geleitet werden kann, das Strukturen schafft, die Europa wieder mehr zusammenwachsen lassen. Einige Wege, wie das geschehen kann, möchte ich in der kommenden Vorlesung zur Diskussion stellen. Und dabei geht es auch um Einstellungen und Meinungen der Menschen zu Europa. Es geht zum Beispiel darum, inwieweit sie, die Menschen, zu Europa stehen oder eben nicht stehen, ob sie das tun, weil sie meinen, Europa nütze ihnen bzw. schade ihnen, oder ob sie von den Werten Europas mehr oder minder überzeugt sind. Auch das, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, lässt Europa zusammenwachsen oder zerfallen. Nicht nur die objektiven Strukturen, von denen ich bisher sprach. Und das, was Menschen über Europa denken, ist oft leichter beeinflussbar als objektive Gegebenheiten. Obwohl, natürlich kann man das Denken nicht unabhängig von objektiven Gegebenheiten verändern, die Haltungen der Menschen folgen oft den Erfahrungen, die sie im Arbeitsleben, als Konsumenten, als Studierende machen und mit Europa verbinden, also sie folgen oft objektiven Strukturen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus